permanent von vorne kommt. Was ich ja nun einfach erwarte, wenn Michael auf der Bühne steht. Die Scores, oh, und wir haben The Voice. Die Scores werden hoch sein. Das ist für die meisten Gegner von Michael van Gerwen das Problem, dass du diesem Tempo einfach nicht standhalten kannst. Also locker bleiben, angriffslustig sein und es wirklich annehmen, diese Herausforderung gegen Mighty Mike im Alley Pally zu spielen. Okay, vom Tempo her hat er ihn schon im Griff. Und das war übrigens auch etwas, worüber ich mich mit ihm noch gestern unterhalten habe. Sagt, erinnern Sie sich noch an das Match von Menzo gegen James Wade? Menzo hat Wade damals über sein langsames Tempo geknackt. Und er weiß, dass wenn er so schnell spielt, wie Van Gerwen es liebt, dass für Michael Van Gerwen noch leichter sein wird, sein Top-Niveau zu spielen. Also Zeit lassen, aber natürlich auch nicht so langsam spielen, dass man den eigenen Rhythmus nicht findet. Ganz genau. Das ist eine kleine tricky Sache dabei. Du kannst natürlich ein bisschen das Tempo forcieren und ein bisschen was machen, aber du musst schon aufpassen, dass du dich selber da nicht mit aus dem Spiel nimmst. Und auch Spieler wie Michael van Gerwen, auch James Wade etc., auch die lernen dazu. Auch die lassen sich sowas mehr oder minder nur einmal gefallen. Und dann, alles klar, ich merke schon, er ist langsamer, also entspannen sie sich auch. Irgendwann. Ja, genau das ist es nämlich. Das sind 25 Punkte. 251 Rests. Die 26 schnell abhaken. Weil man dann natürlich auch schnell überpaced und sagt, ah, oh Mann, wieso geht er nicht rein, wieso geht er nicht rein? Und nimmt sich immer noch mehr Zeit vom Teller sozusagen, aber kommt selber nicht klar. Das ist dann natürlich auch total in die verkehrte Richtung überlegt. Jawohl. Das wäre es ja wieder gewesen. So, da haben wir Bo Anderson, den Australier, der heute Colin Lloyd geschlagen hat, der seinen Arbeitstag also hinter sich gebracht hat und jetzt genießen darf. Das wird er genießen, dieses verrückte Spiel, schön auf Sutton, der ist herrlich. 110 Rest, das wäre es doch, jetzt ein Break hier gleich hinzulegen. 90 Rests. Das wird Soran das ganze Spiel über begleiten. Die Sprechgesänge für Michael van Gerwen hat hier mittlerweile einen riesen Fantos. Doppel 9 von außen genähert. Den ersten schönen Marker gesetzt und dann vollendet. Leg Nummer 1 geht an den Haushohen-Favoriten, an Michael van Gerwen. Herrlich, was ein Wahnsinn mittlerweile. Jetzt gibt es schon Masken. Sah irgendwie aus wie. Nein, sag es nicht. Schön von Soran dranbleiben, klasse. Ja, und das ist die erste 180. Zum ersten Mal hat es Boom gemacht. Bei Mighty Mike. 181 Rests. Und das ist so schwierig, locker zu bleiben, obwohl du weißt, du musst an dein absolutes Limit gehen. Also am besten das Ganze natürlich über eine Spielfreude zustande bringen. So positiv reingehen und ich habe Lust und ich will. Aber man sieht auch bei Soran, dass er da also überhaupt noch keine Schwierigkeiten hat. Noch ist alles okay für ihn, das ist noch alles im Rahmen, das ist noch nicht nur Druck, nur Alarm. Also ich denke, da wird er sich noch gut anstellen hier. Und schon sagt er mir wieder, Thomas, red nicht so viel Unsinn, ich schiebe mal einen Doppel 5. 121 fürs Break. Triple 17. Auch nicht. Triple 20 für 24. Soran 145. Viel Arbeit noch, aber nicht unmöglich. Und er braucht genau solche hohen Finishes, um Van Gerwen heute in die Knie zu zwingen. Er muss hin und wieder mal genau so ein Ding nach Hause bringen. Ja, man sieht das, es ist nicht mehr ganz so die erste Runde, es ist doch der Name, jetzt kommt das so ein bisschen, alles prescht auf ihn ein da sozusagen, die ganzen Emotionen und so weiter und so fort.
So, 104. Vielleicht jetzt. Auch bei Michael. Eine, sagen wir mal, eine Mini-Doppelschwäche zu sehen. Normal ist sowas auch weg. Aber ärgerlich. Trifft die 1. Keine Chance mehr. 103 gehen mit 2 dazu nicht. Lässt die 24. Aber jetzt wieder. Van Gerben. Rickard. Und er sitzt. Und damit holt er sich das 2:0. In den Lengs. Von Average her noch nicht beeindruckend, längst nicht das, was er angekündigt hat. Steht bei 91 Punkten im Schnitt, aber da hat er noch Zeit, sich zu steigern. Aber auch er kann natürlich nur pacen. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, in den 100er Schnitt zu spielen. Und wenn du da einfach nicht rankommst, auch er kann da so ein bisschen Frust schieben und dann darf er mal in die Durchschnittlichkeit fallen. Allerdings ist die auch immer noch sehr gut. Wahnsinn, hast du gehört, wie leise das auch eben auf einmal war? Da habe ich schon Erscheinungen. Also, ich habe ja keine Ahnung, aber ich dachte immer, er hat hier den Tonknopf ausgedrückt. Das ist ja der Hammer. Wie viel Ruhe auf einmal war. Ich habe mich schon so an Michael von Gerben gewöhnt hier. Na, schön von so ran. Greif den Aufschlag an hier. Puff, perfekt. Chancen sind da. Jetzt nochmal eine schöne 100er Aufnahme oder mehr. Und eine Brechchance. Okay, das solltest du damit aufhören, Sora. Nicht zu unzufrieden sein. Ja, 100 ist in Ordnung, passt. 186 von Van Gerven. Wohin bringt er sich jetzt? Das sind 77 und noch eine 57 obendrauf. Damit ist für Lerchbacher klar, wenn er die 140 nicht checkt, macht normalerweise Van Gerven das Leck zu und damit diesen ersten Satz. Er verpasst die Triple 20 wieder mit dem ersten. Da, der sitzt noch nicht. Der ist drin, also 20 für Tops. Jawohl, Tops steht, aber Van Gerven 52 für den Set. Doppel 20. Ein 3-0 in Satz 1 für die Nummer 2.